Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder da seid zu unserer Ermutigung. Ein anderes Gleichnis, das mir sehr wichtig ist, und zwar besonders als Vater, ein anderes Gleichnis, das mir sehr wichtig ist, ist das vom Aufwachsen der Saat. Auch das will ich euch aus Markus 4 erstmal vorlesen. Danach sagte Jesus: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Tag für Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn die Erde bringt von selbst zuerst den Halm hervor, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, schickt er sofort die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das Gleichnis vom Wachsen der Saat oder von der selbst wachsenden Saat. Mir ist das deshalb gerade als Vater so wichtig, weil wir ja unseren Kindern versuchen, den Glauben weiterzugeben, ihn ihnen zu vermitteln und dann irgendwann doch loslassen müssen. Wo sie dann Heimat finden, in was für einer Gemeinde, ob sie überhaupt zum Glauben finden und mit Jesus leben, ihr Leben führen, das liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Und ich weiß, dass das für viele Eltern ganz schön schmerzlich ist und ganz schön schwierig ist. Aber da denke ich, du hast das Deine getan. Du hast den Samen gesät, du hast ausgesät in das Leben deiner Kinder. Und jetzt vertrau drauf, dass Gott etwas wachsen lässt. Ein wichtiges Gleichnis, ein Gleichnis, das gerade Eltern, die ihren Kindern den Glauben weitergeben wollen, ganz schön gut tut. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet. Passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf. Und morgen gibt es keine Ermutigung. Morgen ist Christi Himmelfahrt. Da seid ihr herzlich eingeladen in die Gottesdienste in eurer Umgebung. Wir feiern zusammen um 10:30 Uhr Open Air an der Meilerstätte in Altersbach. Und vielleicht sehe ich da den einen oder anderen von euch. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.